Ja, moin und hallo, weiter geht's bei Neo. So, ich habe zwischen den Folgen mal wieder versucht, an den Schmiedetext der Rüstung ranzukommen, mit Hilfe von anderen Spielern. Es hat wieder eher so mäßig funktioniert, mehr oder weniger eigentlich gar nicht. Viele rennen mir einfach zu sehr durch die Gegend und sterben häufig unnötig. Das ist wirklich ein bisschen anstrengend. Ich habe aber momentan auch nicht so die Muße, das Level alleine zu machen. Vielleicht probiere ich später mal, dass ich mir andere dazu hole, wenn die sterben. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, ne? In einer der letzten Folgen. Wenn die sterben, ist wenigstens nicht alles rum. Gut, naja, immerhin haben wir wieder ein bisschen Amrita dadurch bekommen. Können wieder eine Stufe aufsteigen. Jetzt sind wir schon bei einer Konstitution von 75. Das ist schon ganz nett, aber ich hätte halt echt mal gern ein neues Rüstungsset. Wir rennen mit dem Sucher ja Dinge nur irgendwie schon fast das komplette Spiel durch die Gegend. Es ist zwar immer noch nicht schlecht, aber die Rüstung vom Krieger des Westens mit dem höheren Elektroschaden oder höheren Schaden, wenn Leute elektrisiert sind, fände ich schon geiler. 15% mehr bringt das, glaube ich, ne? Können wir mal kurz gucken. Eine Rüstung haben wir ja noch. Ja, hier Nahkampfschaden gegen Gegner da unten bei 5 Teile, seht ihr es hier. 15% mehr Schaden, das ist halt schon echt ordentlich. Den Tigersprint, den können wir uns sparen, das ist glaube ich auch nur für ein Schwert. Aber das ist schon ganz geil eigentlich. Gut, so viel zu den Sachen. So, wie angekündigt, lassen wir diese Nebenmission, wo wir gegen Kuroku kämpfen müssen, und erst recht diese, wo wir wieder gegen Saito Toshimitsu kämpfen müssen, die lassen wir erstmal außen vor. Wir machen jetzt erstmal mit der Hauptmission weiter und mit anderen Missionen, weil die trete ich erst dann an, wenn wir hier maßlos overpowered sind. Ich habe da echt keinen Bock drauf. Wir müssen wieder gegen diese Bossgegner kämpfen. Gegen Kuroku haben wir nun auch schon einmal in der einen Mission, wo wir uns entscheiden konnten, ja nun schon zweimal gegen ihn gekämpft. Dann in der Mission mit dem, naja, mit diesem Riesengegner, da haben wir ihn ja auf der Brücke endgültig besiegt. Also wir haben ihn jetzt schon mindestens dreimal bekämpft. Offline, beziehungsweise ohne Aufnahmen, außerhalb der Aufnahmen, so rum, habe ich ihn sogar noch öfter bekämpft, weil ich da mit anderen Spielern auch noch gegen ihn kämpfen musste. Und jetzt wieder gegen ihn kämpfen? Nee, nee, danke. Und bei ihm hat mir einmal kämpfen schon gereicht. Ganz ehrlich, das ging mir schon tierisch auf den Sack, also lassen wir ihn erstmal sowieso in Ruhe und gehen da erst hin, wenn ich wirklich, wirklich overpowered bin, hoffentlich, dass das ein Klacks werden sollte. Außerdem, das kommt auch noch dazu, will ich jetzt mal wieder was Neues sehen. Nicht immer gegen die gleichen Gegner kämpfen, in den immer gleichen Leveln. Wird mal auch für mich jetzt Zeit für ein bisschen Abwechslung, damit mich das Spiel nicht zu Tode langweilt. Das ist übertrieben, aber es langweilt dann schon nach einer gewissen Weile, wenn irgendwie dauernd das Gleiche kommt. Gut, dann starten wir nochmal die Mission, die Goldene Burg. Wie ich hörte, hat Togechiro dieses Yurakudai in der Hauptstadt bauen lassen. Offenbar eine Art Burg, die golden funkelt. Klingt für mich wie ein wahres Monument des schlechten Geschmacks und irgendwas daran lässt es mir eiskalt den Rücken runterlaufen. Das Leuchten ist sicherlich der Kraft der Geistersteine geschuldet und wenn man Tenkais Worten Glauben schenken kann, dürften wir dort eine riesige Menge davon finden. Also, verschwenden wir keine Zeit. Okay, ja, hätte es in der Beschreibung jetzt nicht gestanden, hätte ich auch sofort gesagt, das hängt mit den Geistersteinen zusammen, dass das Ding golden ist. Nach seinem Aufstieg zu einer herausragenden Position in der Regierung wurde für Togechiro im Zentrum der Hauptstadt eine verschwenderisch mit Gold gestaltete und kunstvoll verzierte Residenz namens Yurakudai errichtet. Der funkelnde Bau, dessen Steinmauern und Verteidigungstürme eher an eine Festung erinnern, dient als mächtiges Symbol für Togechiros Träume, angetrieben von seiner beständigen Gier nach der Macht der Geistersteine. Die komplexe Gestaltung vermittelt einen Eindruck des Reichtums und der Macht seines Besitzers und allein schon der Anblick dieses Domizils soll Betrachter angeblich vollkommen sprachlos machen. Na, da bin ich aber mal gespannt. Klingt ja wirklich sehr protzig. どこへ行ってしまったんやろうか。あの憎めないお人柄は、茶の湯を通して道を正そうと努めてきましたが、
に見せられて人の心まで失うてしまうとは。天界によう頼んどきます。秀長藩、あとはよろしゅうに。もう手加減は不要ね。Dieser Wichser, hat er den armen T-Opa platt gemacht? Was ein Armleuchter, oder? Ich muss übrigens sagen, ich finde diesen Stil, wenn man die Schutzgeister bekommt, diesen Grafikstil, den fand ich immer schon ziemlich cool. Den gab es auch im ersten Teil. Gefällt mir sehr gut. Arme Kerl. Können wir das kaputt hauen? Nee, natürlich nicht. So. Oh, lass mich raten. Du bleibst hier stehen und guckst mir wieder zu, wie ich die ganze Arbeit mache. Na, welche Überraschung. Okay. Jetzt wieder einiges an Kodamas. Muss ich sowieso mal gucken, ob wir den Segen aktiviert haben. Orakelsegen, 8 Stück. Okay, das wird also auch wieder ein etwas größeres Level. Aber umso besser. So. Ja, das sieht doch cool aus. Fetter Innenhof. Oh, da ist ein Dach oben drüber. Okay, ich dachte, das wäre jetzt offen. Und da haben wir schon den ersten Kodama da unten. Da sieht man ihn sogar schon. Sehr schön. Das sehe ich aber auch so. So, hier sind schon die ersten draufgegangen. Oh, da ist auch einer. Versteckt der Typ sich hier einfach. So, den haben wir schon mal. Müssen wir echt gucken, hier sind 3 Leute. Dünnen wir doch erstmal ein bisschen die Herde aus. Der lebt sogar noch. Ich glaub's ja wohl nicht. Na komm her. Zack. Das hat schon mal schön gesessen. Den Hammer. Oh, da blockt der uns. Und tschüss. Wobei, ich glaube, es reicht noch nicht. Ganz knapp nicht. Jetzt aber. Schöner Stich. So, was haben wir da? Oh, das scheint wieder eine Mission nach meinem Geschmack zu sein. So heißen. Schön viele menschliche Gegner. Moment mal. Wusste ich's doch, dass wir hier durch können. Okay, ein bisschen was zum Plündern, ein bisschen was zum Zerstören. Gehört ja eh alles Tokichio, da können wir ruhig alles kaputt machen. Das ist ja ein mega Shortcut hier. Weil theoretisch kann man damit vielleicht die Gegner umgehen, die wir da eben erledigt haben. Falls das notwendig sein sollte. So. Schön alles kaputt machen hier. Den Penner lassen wir nichts ganz. Hallo. Oh. Ja, das tat weh. Und Stich. Ja, so kann man auch mit Rodachi-Gegnern fertig werden. Bin mir da nicht ganz sicher. Okay, ich wollte gerade sagen, ob das Wasser so tief ist, dass wir drin halt trinken können. Können wir aber nicht.
Und hier hat er sogar einen Yokai. Und zack, erledigt. Sehr schön. Jetzt aber auf den Yokai hier. Mal hier so ein. Oh, Alter. Holy moly. Oh, das war sehr gut. Oh, come on. Und weg mit dir. Sehr schön. Und dann haben wir doch gleich schon den ersten der 8 Kodamas hier. Wunderbar. Steckt sich hier einen kleinen Bambus rein. Das war echt schön hier mit diesem Garten. Würde mir auch gefallen. So extrem protzig, wie die alle getan haben, ist das hier doch gar nicht. Pff. Bisschen Gold. Was soll's. Na komm her. Das ist halt krass, wenn man überlegt, was das eigentlich für einen Schaden macht. Und im Gegenzug, wie wenig Ki-Schaden das dafür macht. Knaller. Es juckt die gar nicht, wenn die das Ding blocken. Können wir hier was öffnen? Nein. Aber hier hinten können wir doch jetzt aufmachen, oder? War hier nicht der Schrein? Ja. Ach, das ist mal eine schöne Abwechslung. Mal eine Level-Architektur, bei der man ein bisschen durchsteigt. Gerade ganz spaßig. Oh, ich hasse Tokichiro. Nicht nur, dass ich ihn sowieso nicht leiden kann, aber dafür, dass er uns jetzt wieder zwingt, hier gegen Hunde kämpfen zu müssen. Macht mich nur noch umso wütender. So, wieder einer weniger. Oh. Oh, das hat viele hier das Leben gekostet. Dann nehmen wir doch mal zumindest eine Stärkepelle. Und wer kommt? Ach, so einer. Nein. Oh, das tat aber weh. Okay. Das vorne ist ja schon mal los. Kein Ki mehr. Wenn wir zwei draufhalten, kann nichts machen. Wunderbar. Okay, haben wir hier auch schon mal ein bisschen ausgemistet. Wen oder was haben wir hier? Einen Hund und einen Soldaten. Ja. So, eigentlich wollte ich die Heilung ein bisschen wechseln. Jetzt aber erstmal nicht. Komm her. Zack. Gesessen. Nein, da halten wir uns schön zurück. Kein Risiko eingeben, das hat zu oft ist das schief gegangen. Wenn ich da einen Wuchtkonter machen wollte. Da habe ich keinen Bock drauf. So, haben wir hier noch was? Kommen wir aus was durch. Okay, keine Wand. Keine Nuri-Kabel. Kommen wir hier noch irgendwo durch? Ich glaube aber nicht. Nee. Ja, ich sag mal, ne, also das hier mit dem das ganze Gold-Applikation ist ein bisschen too much auf meinen Geschmack, aber ansonsten ist das eigentlich ganz schick hier. Gefällt mir gut. Du bist ein Schlangenkopf, Mann, habe ich recht? Ich habe recht. Stich, stich. Oh. Den haben wir doch schon mal schön in die Birne gestochen. Das funktioniert super gegen die. Sehr geile Angriff dafür. Schon witzig, diese Attacke, also hier, ne? Das Hochstechen. Wenn ihr ja wisst, wovon ich rede. Die hat uns schon echt gut weitergeholfen, auch gegen Bosse und so. Und dafür, wofür sie ja eigentlich ist, nämlich die Gegner so nach oben zu hauen und dann in der Luft zu stechen, dafür nutzen wir die eigentlich kaum.
hängt aber auch einfach damit zusammen, dass die Ruhehaltung gegen menschliche Gegner einfach dermaßen gut ist. Uiuiuiui. Genau deshalb. Aber wir können es ja mal gegen ihn hier machen. Ja, so viel dazu. Ist einfach direkt gestorben. Was haben wir denn hier? Ich hätte nur durchgehen können, da waren wir gar. Ist ja witzig. Ist ja witzig. Okay, da oben haben wir den Typ eben erschossen. Oh, hier machen wir ein bisschen was kaputt. Hier kommen wir noch nicht durch, richtig? Richtig. Okay, dann auf zur nächsten Etage. Bisher wirklich? Okay. Ach, ich wollte ja gerade nochmal betonen, wie angenehm erfrischend das hier ist. Ich befürchte jetzt aber schon was. Jetzt wird es nämlich abgedreht. Wir können das Bild berühren. Mal gucken, was jetzt passiert. What the fuck? Einfach mal ein Bossgegner. Jetzt gucken wir mal. Was geht eigentlich schon vom Damage her? Und er macht gar nicht viel gegen uns. Gut zu wissen. Nein. Oh, da haut er nochmal zu, der Penner. Jetzt sind wir dran. Wir machen eigentlich ganz guten Schaden gegen ihn, wie ich finde. So, wir sind ja zum Glück da hinten. Das hat voll gesessen. Dranbleiben. Oh, jetzt haben wir es angezogen, der Limmel. So, erst Hilfe nutzen. Rüstung haben wir auch gleich nochmal raus. Oh, du Penner. So, Stärkepille. Oh, au, 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 au. Ja, den schaffen wir noch, oder? Das wirkt mir aber schon fast zu einfach. Nach dem Motto, da könnte noch einer kommen. Oh, kaum gesagt. Und viele haben jetzt noch nicht abgekriegt. Bumm. Die haut uns zu früh ab. Wir können den nach dem Stich nicht machen. Penne. Jetzt aber. Komm, wir haben ihn noch fast. Ausweichen. Und ein bisschen mal unser Key auffrischen. Oh, was haben wir denn hier hinten eigentlich, Kristall? Oh, Scheiße! Alter, Leute, kaum sage ich das, ne? Das war jetzt mal eine knappe Nummer. Gut, dass ihr dabei den Kristall kaputt gemacht habt. Dann ist richtig schön hochgehalten durch unser Passiv. Durch unseren Lebensraum quasi. Noch mal schön gefallen. Wundervoll. Haben wir nur fast. Na komm her. Komm her. Ja, so. Und tschüss jetzt. Jawohl. Okay. Gut, das ging. Das haben sie sehr human gestaltet, wie ich finde. Kann natürlich auch sein, dass ich vom Level her bin ich ja auch ein bisschen höher als man hier eigentlich wäre. Dadurch, dass ich ja die Multiplayer-Mission die ganze Zeit gespielt habe. Aber es darf zur Abwechslung ja hin und wieder mal ein bisschen leichter sein. Ist ja jedem selbst überlassen, wie er dieses Spiel angeht. Ich hatte ja nur auch schon Missionen, wo wir vom Level her deutlich zurücklagen. Und jetzt sind wir eben mal oben. Ist ja auch mal eine schöne Abwechslung, wie ich finde. Okay, jetzt haben wir uns hier einen Shortcut geöffnet.
Und den werde ich auch gleich nutzen, denn wir haben, ihr seht es unten links, nichts mehr von unseren Buffs und dergleichen. Und die will ich mir jetzt gleich wiederholen. Können jetzt da schön einmal durchlaufen. Nach wie vor muss ich dem Spiel immer noch zugute heißen. Das Level-Design ist halt einfach geil. Dadurch, dass das hier so funktioniert, kommt ihr uns jetzt hinterher. Klingt fast so. Klettert uns sogar die Leiter hinterher. Ha? Ja. Nicht schlecht. Oh, der klettert ein bisschen schneller als wir. Penner. Dich. Was hast du jetzt davon? Wer ist mal unten geblieben? Ja, ich finde das Level-Design halt cool. Gefällt mir immer wieder gut, wenn man halt so diese Shortcuts öffnet und eine Tür, an der man vorher halt vorbeigelaufen ist, dann öffnen kann, um dort weiterzukommen. Finde ich immer wieder. Ist immer wieder ein geiles Gefühl zu sagen, ah, hier bin ich oder hier war ich und jetzt komme ich hier wieder raus. Ich meine, gut, hier in so einer klaren Architektur ist ein bisschen leichter zu durchschauen, aber ansonsten, so ist echt immer nett. Oh, das war knapp. Zack. Und tschüss. Habt ihr gesehen, da wollte er auch gerade wieder seinen Super-Move machen. Deshalb stand er da eben so komisch und hat sich von uns treffen lassen. Ja, das ist auch cool. Ich muss ja mal ein bisschen mehr machen, mal wieder ein bisschen auf Abwechslung achten. Der hat uns tatsächlich durch die Wand gesehen, ist interessant. Kann aber nichts machen. So, okay, jetzt sind wir über diesem Garten oder was? Da haben wir ein dunkles Reich. Hier haben wir jemanden, der irgendwo sucht. Warum sind denn hier eigentlich über Leichen? Er hat das doch errichten lassen. Warum sind hier Tote? Sind wir nicht die Ersten, die ihn hier angreifen? Fragen über Fragen. Erstmal kümmern wir uns um ihn hier. Hallo. So ein bisschen dran vorbeigelaufen. Oh, Penner. Und tschüss. Wo ich gerade diese Attacke gemacht habe, ist mir auch aufgefallen, hier läuft auch momentan gar keine Musik und dergleichen. Ist wieder ein sehr ruhiges Level. Was irgendwie dem Ganzen hier noch einen sogar noch entspannteren Unterton gibt. Ah, wo er das gerade sagt, ich frage mich, ob wir... Au. So. Ich frage mich, ob wir hier wohl gegen den einen... Ob wir gegen einen Yokai kämpfen, der in der Gruft abgehauen ist. Der da nach oben aus der Decke rausgeklettert ist. Irgendwie wirkt das so ein bisschen auf mich so. Jetzt könnte der hier jetzt auf uns landen. Oh Mann. Hier muss er jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Was machen wir hier? Ja, das hat ja super funktioniert. Naja, mach deinen Scheiß da. Mach nur deinen Scheiß da. Nicht schießen. Und jetzt hier schön auf den Kristall. Hat noch nicht gereicht. So, jetzt aber. Oh. Hm, und wer redet denn da mit uns? Wir sollen also verschwinden? Ich glaube nicht. Wir verschwinden erst, wenn Tokichiro endgültig unter der Erde ist. Das war immer so dieser typische Fehler, der immer gerne in Filmen und Spielen gemacht wird. Ach, der Typ ist tot, ich gehe einfach weg. Als
nach mir gegangen wäre, dann hätte ich den Typ da geköpft, gevierteilt und verbrannt. Dass dann nichts mehr von übrig bleibt. Okay, jetzt überlege ich gerade, geht es hier doch noch irgendwie weiter? Oder müssen wir eine Etage höher? Sieht aber nicht so aus, als ging es hier irgendwie weiter. Hier ist noch eine Tür, Moment. Schreien. Okay. Ist jetzt die Frage, wo geht's weiter? Müssen wir jetzt hier weiter? Oder müssen wir eine Etage höher? Hinten können wir auch noch eine Treppe hochgehen. Hier ist auf jeden Fall ein Kodama. Und eine Tür, die können wir nicht öffnen. Okay, soviel zum Thema klare Architektur. Aber laut Kompass sieht es mir irgendwie so aus, als ginge es tatsächlich hier weiter. Das bedeutet, wir gucken erstmal in einer anderen Richtung. Nehme ich die Treppe hier nach oben. Und schauen wir mal, was wir hier so Feines noch finden. Ein Yokai auf jeden Fall. Und mehr nicht. Gut. Mal gucken, was uns der bringt. Oh, so eine wieder. Oder müssen wir aufpassen, dass wir da nicht aus Versehen runterfallen. Weiß nicht, ob das da unser Tod sein könnte. Oh, oh. Eieiei, das war knapp. Und bam, das hat gesessen. Nee, 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 vergiss es. Jetzt haben wir nicht einfach kaputt. Ja, das war doch mal ganz entspannt hier. So, die hat nur eine Truhe bewacht. Wata Tsumisua, okay. Mehr gibt's hier nicht. Ich meine, irgendwie bin ich auch schon fast wieder erleichtert, dass hier nicht mehr ist. Ist zur Abwechslung nämlich irgendwie auch mal ganz nett zu wissen, wo es genau lang geht. Und nicht hier 8 Kilometer hin und her rennen die ganze Zeit. Damit man nichts übersieht. Okay. Gut, dann laufen wir nochmal hinten weiter. Dann können wir auch jetzt den Schreinort aktivieren. Und wenn ich das richtig sehe, ja, das passt ja hier perfekt. Dann machen wir hier auch dann einen Break für diese Folge. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ich mit Hilfe von... Ach, ich brauche nicht mal Geistersteine hier. Das können wir sogar noch diese Folge machen. Sogar noch ein Level höher. Wunderbar. Das ist doch mal hier ein Bilderbuchabschluss. Alles klar, Leute. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.